Chinesische Literatur, Spiegel der Gesellschaft, Kultur und des Lebens in China. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chinesische Literatur. Ab heute hören Sie ausgewählte Kapitel aus dem Buch Konfuzius sagte, herausgegeben von Liu Xubing und Wang Jing. Konfuzius sagte, Buch von Liu Xubing und Wang Jing, 328 teilweise illustrierte Seiten auf Deutsch und Chinesisch. Herausgegeben vom österreichischen Pacopa Verlag im Jahr 2013. Im Entwicklungsprozess der chinesischen Kultur stellt Konfuzius die Brücke zwischen den Epochen dar. Vor Konfuzius bildete sich bereits die chinesische Geschichte mehrere Jahrtausende heraus, wobei Konfuzius deren Errungenschaften in seinen Händen vereinigte. Nach Konfuzius entwickelte sich die chinesische Geschichte noch volle 2500 Jahre weiter, wobei ab diesem Zeitpunkt Konfuzius seine neue Doktrin weitersendete. Sei es die Ausführungen zur Entwicklungsgeschichte Chinas oder der Begründung eines chinesischen kulturellen Ideals, Konfuzius ist jene Person, die den größten Einfluss und Verdienst sei eigen nennen kann. Bis heute ist es sehr schwierig, einen zweiten Menschen auf der Welt zu finden, der in der gleichen Weise wie Konfuzius die Aufmerksamkeit von Millionen und Abermillionen Menschen erhalten hat. Egal ob freiwillig oder unfreiwillig, die Chinesen haben immer unter seinem Einfluss gelebt. In der langen Zeitspanne nach Konfuzius achteten und verehrten die Menschen ihn und richteten ihr Verhalten und ihre Vorgehensweisen nach seinem Denken aus. Es gab auch Menschen, die gegen ihn waren und ihn angriffen. Aber egal, wie sehr sich die Welt auch veränderte, die Menschen besaßen seit jeher grundsätzlich das Bedürfnis nach grundlegenden Gemeinsamkeiten. Anders gesagt, die Wertvorstellungen, die Konfuzius begründet und formuliert hat, sind seit jeher der feste Boden unter den Füßen der Menschen. Es scheint daher, um China zu verstehen, muss man bei Konfuzius anfangen. Konfuzius sagte, Buch von Liu Xubing und Wang Jing. 328 teilweise illustrierte Seiten auf Deutsch und Chinesisch. Herausgegeben vom österreichischen Pacopa Verlag im Jahr 2013. Kapitel 1: Das Ideal. Das Ideal zeigt den richtigen Weg durch das Leben. Nur Ideale verleihen dem Leben seinen richtigen Wert. Konfuzius wird als Heiliger verehrt, nur wenige Persönlichkeiten der Weltgeschichte sind bis heute so einflussreich wie er. Sein großes Wissen und seine grenzenlose Tugend erreichte er nicht nur durch fleißiges Lernen, sondern auch durch den festen Glauben an die eigenen Ideale und Prinzipien. Ihm schwebte eine ideale Gesellschaft vor, in der die Menschen freundlich und ehrlich miteinander umgehen. Deshalb achtete er besonders auf den Charakter der Menschen und das Vervollkommnen des gesellschaftlichen Charakters, denn dann werde die Familie glücklich, die Gesellschaft gerecht und die Welt friedlich. Die Herrscher sollten aus der Kraft ihres Wesens regieren. Ihre Sittlichkeit bestand aus der Liebe zu den Menschen, der Treue gegen sich selbst und der Güte gegen andere. Konfuzius selbst neigte zur Perfektion. Seine Lehre setzte sich zusammen aus Sittlichkeit, Mitmenschlichkeit, dem richtigen Maß und anderen Tugenden.
Heilige sind in unserem Verständnis keine Menschen, die wie Statuen auf den Sockel gehoben werden, sondern Persönlichkeiten, die ein Ideal vorleben und damit ein Vorbild wie auch ein kulturelles Symbol werden. Konfuzius sagte, wenn man lernt und das Gelernte zur richtigen Zeit anwendet, ist das nicht eine Freude? Wenn Gleichgesinnte von weit her kommen, ist das nicht ebenfalls eine Freude? Wenn die Gesellschaft nicht kennt und sich darüber nicht grämt, ist der nicht auch ein Edler zu nennen? Dieser Satz steht am Anfang der Gespräche des Konfuzius. Er macht das Streben des Meisters deutlich und vermittelt einen tiefen Einblick in seine Haltung zum Leben. Konfuzius hatte ein klares Verständnis von seiner Zeit und war von dem Streben erfüllt, dies weiterzugeben. Obwohl er von der damaligen Gesellschaft nicht die erhoffte Anerkennung erhielt, wich er nie von seinen Idealen ab, wie der von ihm idealisierte Edle. Einen Tag vor seinem Tod stand der Meister sehr früh auf, ging vor der Tür auf und ab und sang: Der Taishan-Berg wird fallen, der Träger wird brechen, der Philosoph wird sterben. Dann ging er wieder hinein und setzte sich gegenüber der Tür. Sein Schüler Zi Gong hatte alles gehört und sprach: Wenn der Taishan fällt, zu wem sollen wir dann aufschauen? Wenn der Träger bricht, auf wen sollen wir uns dann stützen? Wenn der Philosoph stirbt, von wem sollten wir lernen? Meister, ihr müsst schon sehr krank sein. Konfuzius seufzte: Solange kein weiserer Herrscher den Thron besteigt, wer wird schon meine Gedanken würdigen? Dies war ein sehr bedeutsamer letzter Satz. Konfuzius wusste sehr wohl, dass seine Zeit kommen würde. Hier hat er sich als Taishan-Berg, als Träger und als Philosoph bezeichnet, um sein Bedauern auszudrücken, dass seine Lehren Zeit seines Lebens keine gebührende Beachtung gefunden hatten, obwohl er sich immer darum bemüht hatte.
Konfuzius sagte: Wenn der rechtmäßige Pfad, das große Tao, beschritten wird, steht die Welt allen offen. Die Guten und Fähigen werden ausgewählt, Vertrauen und Harmonie stehen in hohem Ansehen. Dieser Satz macht die Vorstellungen des Konfuzius von der Gesellschaft deutlich. Die große Gemeinschaft sollte von der Herrscher wie von ihren Untertanen getragen und umgesetzt werden. Alle sollten immer an das Ganze denken, die Welt mit weitem Herzen betrachten und durch eigene gute Taten zum Wohl aller beitragen. Konfuzius hoffte, dass die Menschen so bis ins hohe Alter ein gutes Leben führen könnten, Freunde sich gegenseitig vertrauen würden und die Jugend richtige Vorstellungen über ihre Zukunft hätten. So sah für Konfuzius die Vorstellung der idealen Gesellschaft aus. So war es auch die Vorstellung der konfuzianischen Schule insgesamt, die sich auch bei Kleinigkeiten im gesamten Leben bemerkbar machten. Einst war Konfuzius mit seinen Schülern Zi Lu, Zi Gong und Yan Hui zusammen auf der Wanderschaft. Als sie den Gipfel des Nongshan-Berges erreicht hatten, fragte der Meister seine Schüler nach ihren Vorstellungen über ihre Zukunft. Zi Lu und Zi Gong erörterten die Perspektiven von Krieg und Frieden, aber Yan Hui sagte, er wolle den Herrschern helfen, den Sitten und Gebräuchen der Vorfahren zu folgen, den Müttern Sanftmut, den älteren Geschwistern Freundlichkeit gegenüber den Jüngeren Respekt vor den Älteren und den Kindern Ehrfurcht vor ihren Eltern zu vermitteln. Damit die Menschen keine Mauer errichten und Soldaten nicht in den Krieg ziehen müssten, sollten die Waffen eingeschmolzen und zu Werkzeugen geschmiedet werden. Dann züge das Vieh friedlich den Fluss hinab, Familien würden nicht auseinandergerissen und die Welt bliebe ohne Krieg. Diese Worte gefielen dem Meister gut, entsprachen sie doch seinen Lehren und pries die Tugend seines Schülers. Ohne Geld zu verschwenden, ohne Menschen zu verletzen und ohne viele Umstände die Gesellschaft gut zu führen, das vermöge nur Yan Hui. Die große Gemeinschaft Da Tong war ein Traum, den Konfuzius bis ins hohe Alter verfolgte. Einst diskutierte Konfuzius mit seinen Schülern, aber nur mit der Antwort Zeng Diens war er einverstanden. Zeng Dien hatte gesagt, wenn man sich im Frühling luftig kleidet, mit einer Reihe von Freunden bei einer leichten Brise baden geht und gemeinsam singend nach Hause zurückkehrt, ist das nicht ein schönes Bild? Der Meister entgegnete, ich bin der gleichen Meinung. Dies macht seine unendliche Hoffnung auf Frieden deutlich.
Konfuzius sagte, wer mit der Kraft der Tugend die Regierungsgeschäfte führt, der ist wie der Polarstern. Er bleibt an seinem Ort und alle Sterne umkreisen ihn. Nach Konfuzius kann nur derjenige andere korrigieren, der selbst richtig handelt. Nur wer sich selbst vervollkommnet, kann andere regieren. Dabei gibt es keine Kompromisse. Die Grundvoraussetzung eines guten Herrschers ist die ständige Verbesserung seines Charismas aufgrund seiner Tugend und Moral. Daher verwendet Konfuzius das Bild des Polarsterns, um den alle anderen Sterne kreisen. Der charismatische Herrscher kann loyale Untertanen um sich sammeln, während eine Herrschaft unter Unterdrückung zwar für kurze Zeit funktionieren mag, aber das Volk in Furcht versetzt und ihm keine Vorstellungen von Moral vermittelt. Der tugendhafte Herrscher dagegen vermag wirklich Loyalität hervorzurufen und vermittelt seine hohe Moral auch an sein Volk. Der tugendhafte Herrscher ist die Grundlage des politischen Denkens bei Konfuzius. Dabei ignoriert er nicht die Wirksamkeit von Strafen. So hat er sich mit den Erfahrungen früherer Herrscher befasst und war zu dem Schluss gekommen, dass der tugendhafte Herrscher auch unter Verwendung von Strafen herrschen könne. Bei der richtigen Erziehung und Einstellung des Herrschers könnten Strafen dann ein akzeptables Hilfsmittel der Herrschaft sein. Konfuzius sagte, Fan Chi fragte nach dem Wesen der Mitmenschlichkeit. Der Meister sprach, die Menschen achten.
Der Konfuzianismus geht insgesamt davon aus, dass man erst sich selbst heranbilden muss, um andere überzeugen zu können. Der Begriff der Menschlichkeit, Ren, ist der wichtigste Teil dieser Lehre. Er ist Ausgangspunkt und Kern des konfuzianischen Denkens. Menschlichkeit wird durch Nächstenliebe verbreitet, durch die Wärme des eigenen Herzens und Achtung vor den Eltern wird diese Liebe auf andere weitergegeben. Die Menschlichkeit kann also als dynamischer Prozess begriffen werden. Für den Konfuzianismus ist der Mensch der Ausgangspunkt. Wer danach guten Willens ist, achtet andere, hält die menschlichen Werte hoch und bemüht sich um die Entwicklung der Tugend in der Gesellschaft. Dieses Verhältnis zwischen den Menschen soll sich nicht nur auf die Liebe innerhalb der Familie beschränken, sondern auf alle Menschen ausgedehnt werden. Die Gedankenwelt des Konfuzius setzte sich durch die Generationen fort. Die Nachfolge reisen durch die Welt und suchen die Nähe zur Natur. Auch dies entspricht dem Geist des Konfuzius. So hatte Zhou Dunyi, der zur Zeit der nördlichen Song lebte, nie das Gras in seinem Garten schneiden lassen. Viele hielten ihn für zu bequem. Er aber sah in diesem natürlichen Wachstum die Vereinigung des Himmels mit dem Menschen. Ein anderer, Cheng Hao, ließ sich davon inspirieren. Er ließ das Gras so hoch wachsen, dass man die Treppe vor seiner Tür nicht mehr erkennen konnte. Aber in Chengs Empfinden wurde erst so das Leben für ihn richtig spürbar. Dazu hatte er noch einen Teich mit zahlreichen Fischen angelegt, die er jeden Tag betrachtete. Cheng meinte, er könne den Fischen ansehen, wie sie sich freudig im Wasser tummelten. Das Wissen und das tiefe Verständnis des Cheng Haos ist für normale Menschen kaum erreichbar. Sowohl er wie auch Zhou Dunyi haben den tieferen Sinn der konfuzianischen Lehre, nämlich die Zuneigung zu Menschen und Dingen und den entsprechenden Umgang mit der Welt, wahrhaft verstanden. Konfuzius sagte, der Meister sagte über die Schaumusik,
Sie erreicht die höchste Schönheit des Klangs und ist auch in ihrem technischen Aufbau vollkommen. Höchste Technik und höchste Schönheit waren die Ideale des Konfuzius über die Kunst. Das Urteil über die Schaumusik ist auch im Sinne der konfuzianischen Moral zu verstehen, denn Kunst und Tugend sind für Konfuzius untrennbar verbunden. Die Schaumusik stammte aus der Zeit des Herrschers Shun. Shuns Hinwendung zu seinen Untertanen war für Konfuzius das Ideal der Herrschaft, und Shuns hoher Sinn für Menschlichkeit war, dem Meister zufolge, bereits aus seiner Musik zu vernehmen. Somit war die Schaumusik für Konfuzius die perfekte Verschmelzung von Kunst und Moral. Dagegen erreichte die Wu-Musik für Konfuzius nicht die gleiche Perfektion. Zwar war auch König Wu, der Begründer der Zhou-Dynastie, ein Muster an konfuzianischer Tugend, aber er hatte seine Stellung durch Krieg erlangt und war als Untertan gegen seine Herrscher aufgestanden. Dies entsprach aber nicht dem Ideal. Somit galt für Konfuzius seine Musik zwar als vom Klang her schön, aber von der Form nicht vollkommen. Die Musik des chinesischen Altertums bestand aus Gesang, Instrumentalmusik, Tanz und Dichtung. In der Zeit der Frühlings- und Herbstannalen gab es 6 berühmte Musikformen. Die Schaumusik war eine davon. Konfuzius war eines Tages über ihren Klang so entrückt, dass ihm lange Zeit der Geschmack von Fleisch ein nur noch Schale war. Konfuzius' Sicht auf die Kunst lässt sich nicht mit der von gewöhnlichen Menschen vergleichen. Er legte großen Wert auf die Verknüpfung der Kunst mit der Tugend. Wer also nach seinen Vorstellungen seinen künstlerischen Horizont erweiterte, konnte auch moralisch eine höhere Ebene erreichen. Konfuzius sagte, Buch von Liu Xubing und Wang Jing, 328 teilweise illustrierte Seiten auf Deutsch und Chinesisch, herausgegeben vom österreichischen Pacopa Verlag im Jahr 2013.